Bevor wir hier heute anfangen, möchte ich euch noch kurz darauf hinweisen, dass ich heute Abend am 30.09. um 20 Uhr auf twitch.tv/exitus wieder mal meinen monatlichen Stream veranstalten werde. Werd ein bisschen farmen, werd ein bisschen quatschen. Ihr kennt das ganze Prinzip ja, wie das bei mir abläuft. Also wenn ihr Lust habt, schaut vorbei auf twitch.tv/exitus. Sagt mal Hallo. Ja. Yeah. Damit herzlich willkommen beim Inkassobüro zum bärtigen Mönch. Ich bin der mit dem Ä und dies ist der Goldguide Fake Check für diese Woche. Diese Woche geht es nicht direkt um einen Goldguide, den wir überprüfen, sondern eher um eine Art Materialfarm. Denn momentan, aus völlig mir unerkenntlichen Gründen, ehrlich gesagt, ist primitives Leder, das Leder aus dem Kataklysmenbereich, momentan wieder recht gut im Kommen und lässt sich für den einen oder anderen gewinnbringenden Deal gut verkaufen. Wir überprüfen einen Farmspot in Uldum. Tief unten im Süden von Uldum gibt es eine Stelle, die sich eigentlich nicht anders beschreiben lässt als ein wunderbarer Ich bewege mich kaum AFK-Farmspot, eben für jenes primitives Leder. Im Süden von Uldum gibt es ein kleines Wasserbecken. Es ist, vielleicht kennt der ein oder andere von euch es noch aus dem Questbereich, wo ihr mehrere kleine, na, ich will nicht Camps sagen, sondern Haufen von Krokulisten oder Krokilisten-Eiern findet. Und wenn ihr diese Eier benutzt oder auf sie heraufläuft, werdet ihr von ganz vielen kleinen Krokulisten an Krokilisten, nennen wir sie Krokilisten, angefallen, die ihr durch Springen wieder von euch abwerft. Der Punkt an der ganzen Sache ist der, früher waren diese Dinger einfach nur extrem nervig. Jetzt mittlerweile könnt ihr sie one-shotten. Und jedes dieser kleinen Viecher lässt sich kürschnern. Das Prinzip ist, ihr geht auf die Eier, lasst euch von den kleinen Krokilisten angreifen. Jetzt muss ich googeln, ob es Krokolist oder Krokilist heißt. Lasst euch von den kleinen Krokilisten angreifen, die dann zu 8 oder zu 9 an euch dranhängen. Tötet diese mit einem AOE-Spell. Wie gesagt, ich habe es mit meinem Schurken gemacht, da es mein einziger Kirschner ist. Und könnt die Leichen dann quasi kirschnern. Ihr dürft allerdings nicht springen zu dem Zeitpunkt, denn wie gesagt, durch Springen schüttelt ihr die kleinen Krokilisten ab und ihr könnt sie danach nicht mehr kirschnern. Ja. Ihr werdet es auch höchstwahrscheinlich auch nicht unbedingt schaffen, jedes Krokilisten Ding zu kirschnern, da sie von einer gewissen Zeit alleine abfallen. Solltet ihr allerdings noch im Besitz von Dunkelmondfeuerwasser sein, das euch gestattet, schneller zu kirschnern, zu bergbauen und zu kräuterkundlern, könntet ihr es allerdings noch schaffen. Die Stelle selbst verspricht uns über 1000 Leder pro Stunde. Ich sag ganz ehrlich, es ist wirklich ein AFK-Farmspot, denn die Eier respawnen so schnell, ihr braucht im Prinzip nicht einmal herumzulaufen und alle Camps abzufarmen. Ich persönlich bin eigentlich immer nur zwischen zwei naheliegenden Eiern hin und her gelaufen und habe es dort gemacht. Denn sobald ich mit dem einen fertig war, bin ich zum nächsten gelaufen und sobald das fertig war, ist das andere schon wieder respawned. Von daher, ihr müsst euch da nicht wirklich viel bewegen. Demnach werdet ihr auch eigentlich nicht allzu viel Competition haben, denn ihr habt wirklich genügend Eier da, dass auch mehrere Leute dort farmen können. Kommen wir zum interessanten Teil. Was haben wir in der Stunde, die wir dort gefarmt haben, bekommen? Nun, zuerst mal, was wir an Rohgold bekommen haben, also Trash-Items, altes Barfood etc., haben wir in einer Stunde 315 Gold und 94 Silber bekommen. Zusätzlich, da wir, was ich natürlich wieder mal vergessen habe, anzumerken, wir haben den Trank des Schätzefindens, also das Kataklysm-Äquivalent zum ehemals Trank des Glücks mitgenommen, das uns gestattet, von Zeit zu Zeit winzige Schatztruhen von Gegnern zu looten, denn die dort könnt ihr auch bekommen. Von diesen winzigen Truhen haben wir 50 Stück bekommen. Was dort drin war, darauf gehen wir gleich noch ein bisschen weiter ein. Wir haben seltsamen aufgeblähten Magen bekommen, ein Kirschnerei-Item, im Prinzip ähnlich wie die Muskelmägen, die ihr in Legion bekommen könnt. Die Volatiles enthalten, zum Beispiel flüchtiges Leben, Wasser, Feuer etc. Von diesen Mägen haben wir insgesamt 20 bekommen. Was da drin ist, darauf gehen wir gleich nochmal genauer ein. Krokiliskenschwanz, das Fleisch von den Krokilisten, was zum Kochen benötigt wird, insgesamt 516 Stück, werden durchschnittlich EU-weit mit einem Gold im Auktionshaus gehandelt, sind 516 Gold. Man kann es versuchen, es reinzustellen. Ob ihr es verkauft bekommt oder nicht, werdet ihr dann sehen, die Chance ist relativ gering. Ich hatte mit meinem Glück, habe sie verkauft bekommen. 516 Gold, ich beschwere mich nicht darüber. Primitives Leder haben wir in der ganzen Stunde, die wir dort gefarmt haben, nur 616 Stück bekommen. Da diese aber mit einem EU-Durchschnittswert noch von 7 Gold 37 pro Leder gehandelt werden, bringt uns das für eine Stunde auf einen Wert von 4.539 Gold und 92 Silber.
Wie gesagt, dies sind EU-Durchschnittswerte. Das kann auf eurem Server ein bisschen geringer, aber auch höher sein. Aber im allgemeinen Durchschnitt auf allen EU-Servern liegt es bei 7 Gold 37. Wir haben einen makellosen Balk bekommen, ebenfalls ein Kirschnerei-Item, was ihr dort bekommen könnt. Hat EU-technisch einen relativ hohen Durchschnittspreis, liegt bei 2418 Gold und 12 Silber. Aber sind wir mal ehrlich, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr das Ding für diesen Preis losbekommt, ist dann doch eher relativ gering. Von daher lasse ich das mal aus der Wertung heraus. Des Weiteren haben wir noch 11 grüne Gegenstände bekommen, die wir persönlich beim Händler verkauft haben, was uns in diesem Sinne wieder 97 Gold und 46 Silber gebracht hat. Ihr habt natürlich noch die Alternative, gewisse Rüstungsteile zu entzaubern, falls ihr einen Verzauberer habt, und den hypnotischen Staub zu verkaufen, der ja immer noch für zum Beispiel die Taschen aus Kataklysmen verwendet wird. Der Staub lässt sich teilweise von Server zu Server unterschiedlich höher verkaufen. Da mir dieser Wert aber zu variabel ist, nehme ich einfach den Wert, den ich habe, nämlich den rohen Verkaufspreis beim Händler, der, wie gesagt, in diesem Falle bei uns 97 Gold und 46 Silber war. Die Kisten, die wir dort durch den Trank des Schätzefindens bekommen haben, sind für mich immer ein kleines Highlight. Wir haben in diesen 50 Kisten, die wir während der Stunde, die wir gefarmt haben, bekommen haben, insgesamt 166 Gold und 74 Silber bekommen, sowie 26 flüchtiges Leben, ein flüchtiges Wasser, 15 mal das Feuer, 32 mal die Luft, 19 mal die Erde. Erze haben wir auch bekommen, 24 mal das Pyrit, 29 mal das Elementium sowie 271 mal die Stoffe. Wir haben auch noch zwei Greens bekommen für einen Gesamtwert von 42,45. Zu diesen ganzen Volatiles, die wir dort bekommen haben, haben wir immer noch die seltsamen aufgeblähten Mägen, die wir durch unsere Kirschner-Fähigkeit bekommen haben. Diese haben uns wiederum zusätzlich mit 8 Leben, 5 Wasser, 6 Feuer, 8 Luft und 4 Erde belohnt. Was uns zu dem Gesamtgoldbetrag, den wir bekommen haben, noch einen netten kleinen Nebenverdienst für eben diese Volatiles bringt. Und ich sag mal, gerade das Wasser und das Leben sind mit relativ hohen EU-Durchschnittswerten schon ganz vorne mit dabei. Zum Beispiel 132 Gold 54 für ein flüchtiges Wasser. Insgesamt hat sich die Stunde schon gelohnt. Gut, es gibt sicherlich Farmmethoden, die in einer Stunde mehr Gold versprechen. Aber ich möchte ja mal wirklich alle abgedeckt haben. Es gibt für das primitive Leder auch noch den einen oder anderen Farmspot, auf die ich bestimmt irgendwann nochmal eingehen möchte. Aber dieses Mal habe ich mal halt eben Uldum ausgesucht. Insgesamt haben wir in dieser einen Stunde 16.454 Gold verdient. Sollten wir den makellosen Balk mit einrechnen, von dem ich vorhin gesprochen habe, mit dem einigermaßen utopischen EU-Verkaufspreis, sind wir sogar bei 18.873 Gold und 5 Silber gelandet. Nun muss ich dazu sagen, dass der Rohgoldbetrag, den wir bekommen haben, natürlich deutlich geringer ist, da wir lediglich durch den Trash, den wir beim Händler verkauft haben, eben jenes Rohgold bekommen haben und die Greens aus den Kisten etc. Der Teil für Auktionshaus ist wieder extrem groß bei diesem Farm, aber die Elemente aus dem Kataklysmenbereich, insbesondere das flüchtige Leben und das flüchtige Wasser, lassen sich für gewöhnlich sehr gut verkaufen und ihr werdet es eigentlich nicht lange in der Tasche haben. Im Allgemeinen, es ist ein Farm, den ich wirklich weiterempfehlen würde. Es ist nicht sonderlich anspruchsvoll. Ihr habt, solltet ihr über mehrere Bildschirme verfügen oder sonst irgendwas nebenbei machen, wunderbar die Möglichkeit dazu, einfach nur AFK auf den Eiern herumzustehen und euch eben jenes Leder zu farmen. Also solltet ihr das Leder fürs Auktionshaus wollen oder weil ihr Lederer seid und euch alte Transmog-Teile herstellen wollt, wunderbare Stelle dafür. Es gibt bessere, aber sie ist völlig in Ordnung. Nun gut. So viel diese Woche von mir. Ich persönlich würde sagen, ich melde mich wieder, wenn ich etwas Neues für euch habe. Wir sehen bzw. hören uns. Bis dann.